Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses. Hier ist wieder Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Und neben mir den bekannten Paul, mein kleinen Whisky-Padawan. Moin. Moin. Wir haben euch heute einen besonderen Whisky mitgebracht, wie ich hoffe. Und zwar ein annehmend Orkney mit 15 Jahren. Der ein oder andere wird vielleicht das Video geguckt haben von meinem Kumpel Christian The Malthead, wo er diesen 15-jährigen annehmend Orkney verglichen hat mit dem neuen Viking Heart von Highland Park. Lange Rede, kurzer Sinn. Der annehmend Orkney ist natürlich ein Highland Park. Keine Frage. Es gibt nur aktuell zwei produzierende Distillen auf den Orkneys, Highland Park und Scapa. Und das ist definitiv kein Scapa. Signatory Vintage, schon einiges gesagt, große unabhängige Abfüller. Und hier haben wir das Vintage von 2006 aus der Unchilled Collection. Das heißt, hier 46 Volumenprozent, nicht gefärbt, nicht kühl filtriert. Und es ist eine Vollreifung in Refill Sherry Butts. Und die Flasche 392 von irgendwas. Destilliert wurde dieser Whisky am 14.02.2006, drum Vintage 2006. Und gebottelt am 5. August 2021. Relativ neu auf dem Markt. Preislich liegt er so um die 50 Euro. Highland Park hat immer so eine schöne, für mich schöne Kräuternote in Verbindung mit einem sehr kräutigen Rauch. Und Paul hat mich gestern gefragt, wie ich denn so Whiskys auswähle, weil ich von vornherein meistens schon sage, Mensch, ich habe so einen gekauft oder stand davor und der wird wahrscheinlich die und die Geschmacksnoten haben. Und das habe ich versucht, Paul zu erklären mit der substantiven und additiven Reifung von Fässern. Substrativ, das sind die Bestandteile des Geschmacks, die das Fass aus dem Destillat rausnimmt. Ja. Zum Beispiel ungewollte Schwefelverbindungen, die einfach durch die Destillation entstanden sind. Früher waren gerade Sherryfässer oft geschwefelt, um Keime abzutöten. Ja. Und zu verhindern, dass der Wein da drin kippt. Letzten Endes ist es aber so, das waren früher die Schwefelfässer, macht man heute in der Regel nicht. Wenn man heute im Whisky noch so eine Schwefelnote hat, ist es meistens durch die Destillation, dass da irgendwelche Schwefelverbindungen im Rückfluss ins Destillat kommen. Wie gesagt, das nimmt das Fass raus, auch eine unangenehme alkoholische Note. Das ist der Grund, warum die Fässer zum Beispiel aufgekohlt werden. Ja. Ne, Kohle gibt keinen Geschmack ab, Kohle funktioniert als Filter. Paul ist schon Ingenieur, darum kann er das gut nachvollziehen. Die Kohle funktioniert als Filter und je stärker so ein Fass aufgekohlt ist, ausgebrannt ist, desto mehr Filterwirkung habe ich. Und das Fass, das öffnet sich, ne, einfach auch durch die Risse, durch die Hitze. Ja. Und gibt dann, das ist dann die additive Reifung, Aromen aus dem Holz in das Destillat ab. Ne, wenn es jetzt amerikanische Weißeiche ist, die haben unheimlich viel Vanillin. Ja. Im Holz. Und das gibt so eine Vanillenote ab. Hingegen europäische Eiche sehr viele Tannine hat. Und das sind Bitterstoffe. Das sind dann so, was so beim Whisky manchmal so in Richtung Zartbitterschokolade geht, Kakao, Espresso. Das kommt dann durch die Tannine aus der europäischen Eiche. Und wenn man dann hier so ein Whisky hat mit Beschreibung, Fassbeschreibung, welche Fässer da verwendet wurden, kann man relativ von vornherein schon sagen, welche Geschmacksnoten dieser Whisky hat. Ne, zum Beispiel amerikanische Weißeiche, das sind die Bourbonfässer, geben immer eine schöne Hellfruchtigkeit ab und Vanille durch das Vanillin in den Fässern. Und wenn da eben halt europäische Eiche steht, kann man sich relativ sicher sein, dass da viele Röstaromen drin sind durch die Tannine. Und denn je nachdem, wie das Fass vorbelegt wurde. In diesem Fall sind das Refill Sherry Fässer. Das heißt, das sind mehrfach befüllte Sherry Fässer gewesen. Also ein Sherry Fass, wo schon mal
wahrscheinlich ein anderer Whisky drin war. Und dann war es eben halt ein First Fill Sherry-Fass. Das wird auch wahrscheinlich kein Second Fill sein, weil sonst wird es wahrscheinlich auch drauf stehen. Second heißt zweifach. Ja. Und wenn da Refill steht, ist schon mehrfach Sherry drin, Whisky drinne gewesen. Waren aber vorher mal eben halt Sherry-Fässer. Ob die jetzt nun aus amerikanischer oder europäischer Eiche sind, das steht leider nicht da drauf. Okay. Bei Highland Park habe ich aber immer so das Gefühl, dass das hauptsächlich amerikanische Weißeichenfässer sind. Sind auch einfach günstiger, muss man ehrlich sagen. Darum erwarte ich mir jetzt von diesem Whisky eine schöne Vanillenote, ja, eine leichte Fruchtigkeit und das in Verbindung mit dem für mich typischen Charakter von Highland Park, diese Kräuternote durch diesen Torf, den Highland Park auf Orkney sticht. Der ist eben halt sehr kräuterlastig und da kommt so eine Kräuternote rein in Verbindung mit dem zarten Rauch von Highland Park. Und oftmals habe ich bei Highland Park auch so eine Orangennote. Und ich bin gespannt, ob Paul diese Aromen, die Vanille, die Kräuternote, die Orange oder Zitrusfrucht hier in diesem Destillat ja, wiedererkennt. Na, also es ist relativ kühl, ja, darum ist es eine Herausforderung, da jetzt bis hierhin was rauszufinden. Ich weiß nicht, 7 Grad, 6 Grad haben wir ja, jetzt so aktuell. Knapp, ja. Hier in Neustrelitz in Slavendorf. Aber wir haben ihn jetzt schon ein bisschen gewärmt. Er konnte in der Flasche schon ein bisschen atmen. Wir haben gestern Abend schon ein bisschen davon probiert, ich zu Hause auch. Also für mich ist dieser Whisky jetzt keine Überraschung, aber für Paul. Und wie gesagt, ich bin gespannt, ob er die beschriebenen Aromen, die ich jetzt einfach aus der Fasszusammensetzung und von dem Charakter von Highland Park vermute, drinne hat. Na, in der Nase, was hast du da, Paul? Definitiv Vanillearomen und eben auch ganz dominant diese Kräuternote. Diese Kräuternote, genau, ne? Die hat man wirklich sofort in der Nase, wenn man dran riecht. Dazu finde ich den Geruch, warte mal, gucken, ob er überhaupt aufnimmt. Ja. dazu habe ich eine Muffigkeit, die ich oft mit Sherry-Fässern verbinde, die ich aber nicht typisch für Highland Park empfinde. Ja, da habe ich so bei anderen Whisky-Distillen diese Muffigkeit oft, bei Highland Park eigentlich nicht. Und der wirkt so ein bisschen muffig, so nach feuchten Keller, Omas Sockenschublade. Weißt du, was ich meine? So was Schweres, ja, so Dumpfes. So staubig. Staubig, ja. Genau, so. Was Schweres, ja, so Staubiges, Muffiges, genau. Genau. Das sind immer die Assoziationen, die man damit hat. Ja, wenn also, man ihn so in der Nase hat, dann... Ja, und je nachdem, wie man denn als Kind praktisch so diese Prägung bekommen hat, für mich ist das eben so Omas Sockenschublade oder ein feuchter Keller. Aber ja, staubig passt auch. Das ist was Dumpfes, ja. Schweres. Die Fruchtigkeit, die ich in der Nase habe, Paul? Ist definitiv eine da. Ja, und sag mal welche? Wie gesagt, Zitrusfrucht. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, welche ich da rieche, aber... Na, es geht schon... Definitiv schon Zitrusfrucht. Geht schon in Richtung bisschen Orange, aber so eine überreife, schon leicht gammelige Orange. Oder eben halt eine sehr, sehr, sehr reife Zitrone. Genau, ja. Ne? Vielleicht auch ein bisschen Pampelmuse. Aber ja, eine Zitrusfruchtigkeit ist da. Definitiv. Es ist nicht unbedingt ein typischer sherry-gereifter Whisky. Also ich habe jetzt keine dunklen Fruchtkomponenten hier drin, wie Pflaumen, Erdbeeren, Brombeeren. Das habe ich nicht. Ne? Also so wirklich auf so eine Zitrusfruchtigkeit beschränkt. Vielleicht auch eine Spur Banane. Na, aber über allem diese Vanille. Ja, definitiv. Und die Kräuter. Und die Kräuter, ne? Das ist schon fast wie Kräutertee, möchte ich schon fast behaupten. Ne? So wie kalter Kräutertee, wenn man den so abends aufgießt und morgens davon Getriese nimmt. Ja. Genau. Und man hat aber den Teebeutel drinne gelassen. Ja. Wie Marder Schmied sagt, Whisky ist zum Trinken, da nicht zum Riechen. Aber über die Farbe habe ich noch gar nichts gesagt. Ich habe ja gesagt, der ist nicht gefärbt. Und ich habe hier wirklich einen schönen, satten Goldton. Ja. Und weil es eben halt so temperaturmäßig so bei
6, 7 Grad wir hier haben, wirkt er im Glas auch relativ trüb. Ja, definitiv. Ne, also gutes Anzeichen dafür, dass er tatsächlich nicht kühl filtriert wurde. Alkohol ist gut eingebaut. Die 46 Volumenprozent schieben die Aromen ordentlich nach vorne. Ja. Ja. Und wirklich vorne auf der Zungenspitze so. Genau. Zungenspitze. So eine leichte pfeffrige Note. Ja. Ne? Ist für mich noch nicht Ingwer. Das geht mehr in so eine Richtung weißer Pfeffer. Und am Zahnfleisch habe ich so ein Kribbel. Ne? Eher wie so ein dumpfen Belag bei mir. Ja. Ja. Sehr mundausfüllend. Belegend. Ja. Und genau, hast du schön gesagt, diesen dumpfen Belag, dieses dumpfe, staubige, muffige kommt wieder auch ganz deutlich am Gaumen wieder. Ja. Na? Leicht säuerlich, so Richtung weiße Johannisbeeren oder wieder eine überreife Pampelmuse. Ich wollte gerade sagen, also vom Geschmack her wirklich die Zitrusfrucht auch wirklich in Richtung Orange. Orange, ne? Ja. Hm? So vom also jetzt schon mehr genau in Richtung Orange und das ist so für mich so typisch Highland Park. Zweiter Schluck deutlich angenehmer. Ja. Deutlich süßer. Die Vanille ist im Vordergrund. Abgang. Schön wärmt. Mhm. Zieht es wirklich runter. Und jetzt habe ich so eine Assoziation von Espresso, starken Kakao im Rachenraum. Nee, wenn du eine andere Meinung hast, du nicht, dann sag das. Das merke ich einfach noch nicht. Nee? So wirklich nicht vorne, sondern wirklich hinten im Rachenraum. Also da schiebt für mich so die Eichenfässer nach. Wo ich der Meinung bin, ist Refillfass. Also die meisten Tannine werden wahrscheinlich schon raus sein. Mhm. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich mich jetzt wirklich auf amerikanische Weißeiche festlegen würde oder vielleicht doch Refill Sherryfass aus europäischer Eiche. Weiß ich nicht. Ne, die Vanillenote spricht für amerikanische Weißeiche. Yeah. Aber eben halt diese Espresso-Note, diese Kakao-Note, ne, dieses Muffige. Auf jeden Fall würde ich sagen, das sind keine Seasoned Cask gewesen. Seasoned Cask, das sind Sherryfässer, wo der Sherry für eine gewisse Zeit, 2-3 Monate bis 2 Jahre, reingepumpt wird, oftmals unter Druck, dass sich das Holz vollsaugt und dann werden die Dinger abgelassen, werden zu Tieffutter verarbeitet oder zu Essig. Mhm. Ne? Und die Fässer werden dann als Sherryfässer dann quasi verkauft. Also die werden extra die Fässer dafür vorbereitet. Für die Whisky-Industrie. Mhm. Genau, und das nennt man Season Cask. Ah, okay. Ne? Früher war einfach so ein Sherry-Fass, da lag der Whisky, der Sherry oftmals über mehrere Jahre bis 30 Jahre. Aber so eine Fässer kriegst du eigentlich nicht mehr. Und wenn, sind die exorbitant teuer. Mhm. Ne? Und diese Season Cask, die geben ihnen halt unheimlich viel Aromen und Farbe ab. Da kannst du wirklich fast Cola-Whisky rausholen von der Farbe, ja. Ich finde die aber vom Geschmack her oftmals sehr flach, weil die keine Tiefe haben. Und der hier hat eine schöne Tiefe. Ja. Er ist jetzt nicht mega komplex. Das mit Sicherheit nicht. Ne, die Aromen, die er hat, die sind sehr offensichtlich. Ne? Das ist zum einen eben halt wirklich diese Kräuternote. Eine schöne Rauchigkeit, der ist überraschend rauchig im Vergleich zu anderen Highland Parks. Aber noch angenehm, also definitiv angenehm. Hm? Schön, dass du das sagst, weil ich trinke sehr viele rauchige Whiskys und da fehlt mir manchmal so ein bisschen das Maß, was noch angenehm für den einen oder anderen Genießer ist. Aber ja, aber für einen Highland Park ist der sehr stark rauchig im Verhältnis, sag ich mal, zum 15-jährigen Viking Heart. Wo der Rauch kaum spürbar ist, ist der hier sehr präsent. Die Kräuternote von diesem Whisky ist auch sehr präsent. Wie gesagt, wenn euch der Vergleich zwischen diesen hier von Signatory Vintage oder den Viking Heart interessiert, guckt euch einfach das Video von The Malthead an. Ich versuche das irgendwie hier zu verlinken. Der hat beide Whiskys miteinander verglichen vor 3-4 Wochen. Und
Bei ihm kam raus, dass dieser Signatory Vintage einfach der PLV-Sieger ist, weil er bloß die Hälfte kostet und ein ähnliches Aromenspektrum bietet wie der Viking Heart, die Originalabfüllung von Highland Park. Ich sag, es sind schon verschiedene Whiskys. Mir gefällt der Viking Heart besser als dieser hier. Das ist aber trotzdem lecker. Ne, für 50 Euro. Ne, der passt, der ist handwerklich super gemacht. Was für mich wirklich besonders ist, ist tatsächlich der Fakt, dass der von der Kräuternote her stärker ist, als ich das üblicherweise kenne von Highland Park, und vom Rauch her auch stärker. Ja. Ne, wenn er jetzt ein bisschen wärmer wäre, Paul, würdest du den Rauch noch stärker wahrnehmen. Okay. Ne, das hat einfach wirklich jetzt auch was damit zu tun, wie gesagt, dass der Whisky relativ kühl ist. Das ist zum Beispiel mein Grund, Paul, warum ich einen Whisky, bevor ich den vom Video präsentiere, mir den zu Hause 2-3 Mal schon mal eingeschenkt habe an verschiedenen Tagen, um einfach so eine Meinung mir schon vorher von dem Whisky zu bilden, dass der Eindruck nicht tagesformabhängig ist. Ne? Manchmal gibt es Tage, da schmeckt mir ein Whisky besonders gut und ein anderer nicht so. Ne? Und ich setze mich schon intensiver mit so einem Whisky dann auseinander, bevor ich den vorstelle. Ja. Ja, weil bei mir geht es nicht darum, irgendwie eine Flasche aufzureißen, zu verkosten und dann in die Flaschenverteilung zu schicken und damit irgendwie Geld zu machen oder so, um mir davon die nächste Flasche dann zu kaufen, die ich dann präsentiere. Ich kaufe mir Whiskys, weil die mich interessieren und weil ich die genießen will. Und darum setze ich mich so länger mit so einem Whisky auseinander, bevor ich den tatsächlich präsentiere. Ne? Darum weiß ich, wenn er wirklich Zimmertemperatur hat, dass die Rauchigkeit stärker ist, als er jetzt hat, bei 6, 7 Grad. Ja, obwohl jetzt so... Es schon geht in der Hand, er wärmt, in der Hand wärmt er sich auf. Ne? Also ich denke mal so 14, 15, 16 Grad wird er haben und das geht schon. Ja. Skål, ne? Wir sind ein bisschen erschöpft, wir kommen gerade von Kämpfen, haben eine schöne Schlacht hinter uns gehabt, die Schlacht um Strelitz. Haben uns gut verkauft als Gruppe. Definitiv. Ne? Ja, du kannst. Ron, das ist kannst, Ron. Guck mal hier so, hallo. Ich hab das früher gewusst. Du bist Internetstar, Ron. Jo, wenn euch das Whisky, die Whisky-Verkostung gefallen hat, hinterlasst uns einen Daumen nach oben. Schreibt mir in den Kommentaren rein, wie ihr den Whisky findet, wenn ihr den kennt. Und wie ihr allgemein auch zu dem Thema steht, ein Whisky vorher anhand des Etiketts praktisch der Fassauswahl zu bewerten. Wo ihr sagt, Mensch, hier, der könnte mir schmecken oder nicht. Ich habe euch ja so ein bisschen versucht, so einen Einblick zu gewähren, wie ich das so im Vorfeld mache, bevor ich mir einen Whisky kaufe. Mhm. Klar, bei Beaumont, Highland Park kaufe ich blind. aber ich erwarte ja trotzdem ein gewisses Geschmacksprofil. Ja, und bis jetzt muss ich sagen, hat mich sowohl Beaumont als auch Highland Park noch nicht enttäuscht in der Richtung. Schreibt mal einfach rein. Und schreibt da auch rein, wenn ihr Paul vielleicht öfter sehen wollt. Ne? In dem Sinne, euer Whisky-Wikinger Ansgar und der Padawan Paul. Ciao.